Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Gardens Between. Wir befinden uns hier gerade irgendwo in der Kanalisation. Und ich sehe auch auf den ersten Blick noch überhaupt kein Licht. Okay, das hat ja, das sind wir ja weit gekommen. Aber wir können ja wieder, also außer wir spulen weiter zurück. Ich habe tatsächlich keine Interaktionsmöglichkeiten. Ah, Moment. So. Haben wir Licht. Das ist cool. Das war cool gemacht. Da ist irgendwas vom Nebel verschlossen. Ah, ein Würfel ist das. Was können wir denn hiermit? Damit können wir alle Lampen dauerhaft anmachen. Wollen wir vermutlich aber nicht. Denn irgendwo wird uns das höchstwahrscheinlich eine Brücke zerstören, oder? Ja, hier. Das heißt, im Moment wollen wir es aushaben. Gut, das reicht vorerst. Jetzt müssen wir warten, bis es wieder ausgeht. Genau, wunderbar. Mensch, das klappt doch. Jetzt müssen wir nur noch irgendwoher das Licht kriegen. Moment, was hat es jetzt gerade aktiviert? Ah, da drüben die Pflanze. Jetzt ist sie zu. Jetzt ist sie offen. Die muss ich mal ein bisschen im Blick behalten. Moment, da muss ich ganz kurz wieder... So, machen wir das Licht an. Das ist ja mega cool gemacht. Mit dem Wasser und dem Stromleiten. Mach ich mal das Licht an. Um zu schauen, wo wir die Pflanze herbekommen. Da bekommen wir die Pflanze her. Jetzt haben wir das Licht wundervoll. Die Frage ist... Ah. Können wir das hier abstellen? Die Frage war nämlich, wie bekommen wir das über die Brücke drüber? Aber... Moment, muss ich ganz kurz ausmachen. Den Wasserfall... schwupp. Licht muss ich ganz kurz anmachen. So, wo kommt mein Würfel runter? Da ist mein Würfel. Guten Tag, Herr Würfel. Vielen Dank für das Licht. Und drauf damit. Schwumm. Wir haben das zweite Level der Kanalisation erfolgreich abgeschlossen. Fehlt also nur noch eins. Das sieht ja richtig gefährlich aus. Mit den hohen Wellen. Was ist denn hier los? So, muss ich das... Nein, Moment. Ein Stück weiter vor. Nein, noch ein Stück weiter vor.
Oder muss ich komplett schon... Upsa, nein, das war falsch. Muss ich schon die nächsten Dosen nehmen? Anscheinend ja. Schwupp. Oh. Doch nicht. Aber eigentlich müsste... Nein, sie müsste doch eigentlich schon da drüber kommen, oder? Ah, Moment. Moment, ich glaube... Irgendwie hakt es. Wenn ich... Nee, die ist... Das ist... Ich kann... Nein, ich kann aber nicht... Ich kann die Dosen nicht so machen, dass sie über die erste Dose drüber geht und er über die zweite. Und wenn ich ganz weit vorspule... Nee, da kommt nichts mehr. Nee, er wird da nicht drüber kommen. Ach komm, hilf ihm doch! Was bist du für eine Schwester? Da ein bisschen, gutem Willen. Und wenn ich das so mache. Und dann hier zurückspule. Ach so, jetzt. Ach so. Ich darf einfach die erste Dose nicht versenken. Weil als ich da ja draufgetreten bin auf die erste Dose, ist sie ja untergegangen. So, was haben wir hier? Guck mal, da hinten ist die Jacke im Hintergrund. Ich sehe es gerade. Okay. Das hat funktioniert und die Jacke fällt. Wohin fällt die Jacke denn? Ins Loch. Ganz nach unten. Hier kann ich wieder... Okay, dafür brauche ich Licht. Wo bekomme ich hier Licht her? Dann brauchen wir... Nee, das muss ein Stück weiter nach hinten. Okay, anscheinend. Wir hätten aber auch noch nichts, womit wir das Licht da hätten aktivieren können, ne? Weil alles, was danach kommt. Nicht alles. Allerdings komme ich hier ja jetzt nicht durch, ne? Nee. Ich muss theoretisch über den Karton hier drüber. Allerdings dauert es ja jetzt noch ewig. Das kriege ich ja
zeitlich nicht hin, bis da der Pizzakarton kommt. Ich müsste hier ja warten, bis der Pizzakarton kommt. Das kann ich ja aber nicht. Oder kam davor? Nee, davor kam nichts. Nee, hier kommt ja nichts mehr. Sonst. Hier kann ich ja sonst nichts machen. Kann ich weiter hinten vielleicht noch irgendwas machen? Nee, hier gab's ja auch nichts. Genau, dafür geht da oben jetzt der Wasserhahn an. Aber die Lichtpflanze da, irgendwie muss ich die ja aktivieren können. Passiert im Hintergrund noch irgendwas, wenn ich hier die Zeit verspule? Nee, im Hintergrund passiert nichts. Beziehungsweise nichts, was ich sehen würde. Wenn ich die Zeit komplett zurückgespult habe und dann noch weiter in der Zeit zurückgehe, passiert hier jetzt was anderes? Nein. Nee, ich glaube, an dem Wasserhahn können wir jetzt auch nichts mehr machen. Und weiter zurück. Bringt uns überhaupt nichts. Jetzt muss ich doch ganz kurz spicken. Ganz kleinen Moment. Okay. Ich komme mir ja gerade so unfassbar blöd vor. Auch wenn es schwer zu sehen war, da hätte man drauf aufpassen müssen. Das war jetzt was, wo ich überhaupt nicht drauf geachtet habe. Und zwar müssen wir hier etwas vorspulen. Und zwar das nächste... Ist es das? Ja. Das hier ist keine Blockade, sondern eine Brücke, über die ich drüber laufen kann. Und jetzt kann ich hier auch ganz elegant über den Pizzakarton. Das macht jetzt was? Wieder genau dasselbe, aber vermutlich... Weiß nicht, weiter? Nein. Nicht weiter. Was passiert denn, wenn ich weitergehe? Kann ich nicht. Ah! Guck mal. Ach, Quatsch, da muss ich jetzt um die Ecke denken. Das muss ich jetzt ein bisschen weiter... vorne haben, dass, wenn ich zurücklaufe, ich an dem Glockending bimmeln kann. Jetzt einmal... komplett zurück? Nein, kann ich nicht. Moment. Weil... ich die Zeit vorstellen... vorstellen muss. Jetzt einmal komplett zurück. Dann los, Mädchen, hol dir die Lampe, also das Licht. Und jetzt ändert sich die gesamte Situation. Also vor allem, weil wir jetzt hier durch müssen, einen anderen Weg nehmen. Licht abstellen. Ach so. Vermutlich einfach darüber.
das Licht abstellen. Dann über die Brücke. Und Moment, das war zu optimistisch. Und dann mit dem Licht über den Pizzakarton. Schätze ich einfach mal, dass es so funktioniert. Ja, da kommt der Pizzakarton wunderbar. Ach, was war das? Das sah gerade ungewollt glitchy aus. Huff, das war bis jetzt ziemlich happig. Aber es sieht so aus, ja, als ob es das vom Level gewesen wäre. Also das war zwischendurch echt nicht leicht. Und schwing. Damit haben wir die Kanalisation auch komplett abgeschlossen. Wo sie ihre schöne Jacke verloren hat. Schwingen! Licht! Und die zwei versuchen, die Jacke wieder rauszufischen. Dann wird ja dann nicht mal, nicht nachts auf Erkundungsmission in der Kanalisation gegangen. Hätte ich euch gleich sagen können, dass es keine gute Idee ist. So, und was haben wir hier? Das sieht wieder nach Spielzeug aus. Und da rechts sehen wir schon die ersten Welten. Das heißt, wir sind jetzt einmal im Kreis durch, wie es aussieht. Dann würde ich sagen, um das Spielzeug oder was das ist. Ja doch, das ist ein Walkman und ein Teleskop und eine Rutsche. Sieht nach Spielzeug aus. Darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.